Heute stopfen wir hungrige Schnäbel. Und das ist ganz nach meinem Geschmack. Aber probieren tue ich es jetzt definitiv nicht. Es geht um wilde Vögel. Wow, der ist ja schön. Seid ihr bereit? Ja. Das Tierschutzteam lässt einen Bussard zurück in die Freiheit und bastelt mal wieder. Wir sind heute in einer Wildvogelpflegestation und wie der Name schon sagt, werden hier hunderte verschiedene Vögel gerettet und wir basteln natürlich auch wieder was, und zwar hier draus. Aber was basteln wir da draus? Entweder A, ein Sitzbrett für Greifvögel, B, ein Nistkasten für Meisen oder C, eine Treppe für Schwäne. Oder D, Brett vor Kopf. Hey, aber das erfahrt ihr erst am Ende. Wahrscheinlich kaum irgendwo wird so viel geflattert und gepiepst wie in der Wildvogelpflegestation Kirchwald. Vor allem, wenn die Minivögel hungrig sind, hat Tierpflegerin Miriam alle Hände voll zu tun. Sieht aus, als wären die Würmchen richtig lecker. Tyler und ich sind in die Vogelstation gekommen, um die Arbeit von Miriam und Co. kennenzulernen. Hi Miriam. Wollt ihr mir ein bisschen helfen? Ja. Super. Wobei können wir denn helfen? Ja, wir können hier ein paar kleine Jungvögel füttern, wenn ihr möchtet. Wir haben hier ein kleines Nestchen mit Rotschwänzchen. Die kreischen ja ganz schön. Die haben Hunger. Und man macht das so, man nimmt einfach ein Würmchen, vorsichtig ins Mäulchen, nicht zu weit aufmachen, die Pinzette, und einfach loslassen. Gucken, dass jeder was kriegt. Jeder braucht ungefähr jede Stunde 6 oder 7 Würmchen. Ja? Ich hatte es ja auch schon mal gemacht. Ich muss gut aufpassen, dass die Würmchen auch wirklich in den Schnäbelchen landen. Sind die auch was anderes außer Würmer? Also Rotschwänzchen sind reine Insektenfresser. Das heißt, die fressen von Anfang an kleine Würmchen und Heimchen und solche Sachen. Andere Singvögel, die gerne Insekten fressen, sind das Rotkehlchen, die Blaumeise und die Amsel. Ist das jetzt nicht ein bisschen viel, was die jetzt so gegessen haben? Nee, die brauchen tatsächlich so viel. Also so kleine Vögel entwickeln sich ja auch unheimlich schnell. In wenigen Wochen sind die von aus dem Ei geschlüpft bis fertig nach draußen. Und das heißt, die brauchen auch dementsprechend viel Futter. Und die Eltern haben wirklich viel zu tun. Die müssen den ganzen Tag über eigentlich Insekten fangen und ihren Kleinen bringen. Fressen die dabei auch selber was? Ja, natürlich. Die müssen natürlich auch selber gucken. Und das ist eins der größten Probleme, das wir haben, ist, dass wenn den Eltern irgendwas passiert, dass dann natürlich die Jungvögel alleine gelassen werden und dann werden die häufig gefunden und zu uns gebracht. Wenn ich jetzt zum Beispiel vom Schulweg nach Hause wäre und ich dann so ein kleines Vogelbaby auf der Straße sehen würde, was sollte ich denn dann machen? Wie sollte ich reagieren? Es kommt drauf an, wie alt das Vogelbaby ist. Hier zum Beispiel diese, das sind Ästlinge. Das heißt, die sind eigentlich schon so, dass die normalerweise aus dem Nest raus wären. Ne? Die können schon auf den Füßen sitzen. Der sitzt nicht mehr hinten auf den Beinchen, sondern der kann schon ganz gut vorne stehen. Und der hat überall Federn. Das ist normal, dass der noch nicht richtig fliegen kann. Aber normalerweise ist er dann schon aus dem Nest draußen und die Eltern, die helfen dem noch. Die bringen dem noch Futter regelmäßig. Wenn man so ein Tier alleine sieht, dann macht man am besten erstmal gar nichts. Man entfernt sich und in ganz weiter Entfernung guckt man, ob die Eltern noch kommen und das Tier versorgen. Und wenn die noch regelmäßig kommen und dem Futter bringen, dann kann man den einfach sitzen lassen. Und was mache ich, wenn die Eltern nicht mehr kommen? Ja, dann ist als allererstes das Wichtigste, dass man jemanden anruft, der sich auskennt. Zum Beispiel bei uns könnte man anrufen oder in ähnlichen Pflegestellen. Was ganz wichtig ist, ist, dass man nicht versucht, den Vogel selber zu füttern und vor allem den nicht selber großzuziehen, weil da kann man auch ganz viel falsch machen. Vom Ästling unterscheiden muss man den sogenannten Nestling. Was das genau ist, erklärt uns Miriam jetzt. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie so ein Nestling aussieht, der auf jeden Fall Hilfe braucht, ne? Wenn die so klein sind und noch so nackig, der kann halt gar nicht lange überleben, weil er einfach ganz, ganz schnell auskühlt. Die sind super klein. Der ist erst wenige Tage alt. Den müsst ihr auch am besten sofort wärmen,
Und alleine in der Hand halten ist schon schön warm für den Vogel. Und dann später, wenn die ein bisschen größer sind, hier zum Beispiel, das ist auch ein kleiner Spatz. Ist auch nur 1,5 Wochen größer vielleicht. Ne? Aber guck mal, wie der noch hinten auf den Beinchen sitzt, statt auf den Füßen. Ne? Also die Sitzen sind noch sehr weit nach hinten. Und vor allem, guck mal hier, der hat noch einen ganz nackten Bauch. Ja? Das ist auch noch ein Nestling und auch der braucht Hilfe. Das heißt, da ruft ihr am besten sofort jemanden an, um euch zu informieren, wo der hingebracht werden kann. Toll, dass es solche Stationen gibt. Nebenan werden elternlose Greifvogelküken aufgepäppelt. Die sehen ja richtig süß aus. Ja, ne? Dieser kleine Turmfalke hätte in der Freiheit nicht überlebt. Wie alt sind denn die? Na, der hier auf jeden Fall weniger als 4 Wochen alt. Hat halt noch nicht die ganzen Flügel ausgebildet, hat noch relativ viel Flaum. Und der hat halt leider den Anschluss zu seinen Eltern verloren. Deswegen ist er sehr dünn und bei uns angekommen. Und wir versuchen ihn jetzt ein bisschen aufzupäppeln. Turmfalken bleiben etwa 30 Tage im Nest und werden danach noch ca. 40 Tage von ihren Eltern gefüttert, bevor sie selbstständig sind. Was gibt's denn heute Schönes zum Essen? Oh, kleingeschnittene Mäuse. Die Turmfalken eine Delikatesse. Was ist denn der Unterschied zwischen den Turmfalken und den Singvögeln? Also natürlich größtenteils, dass die Turmfalken Fleisch fressen, die Singvögel nicht. Ne? Das heißt, in der Natur fressen die größtenteils Mäuse. Ja. Die Singvögel fressen Insekten und solche Sachen. Könnte ich vielleicht einmal füttern? Na klar. Nimmst dir einfach ein Stück, ne? Und guckst, dass du es irgendwie an die Seite vom Schnabel kriegst. Wenn er aufmacht, ein bisschen reinstecken und dann schluckt das auch runter. Okay. Riecht definitiv nach so rohem Steak. Aber probieren tue ich es jetzt definitiv nicht. Aber es muss ja nicht mir schmecken, sondern dem kleinen Turmfalken hier. Gar nicht so einfach, das Futter in den kleinen Schnabel zu schieben. Bin nicht so gut da drin. Da siehst du. Lecker, sehr schmecker. Gut. Diesen besonderen Service bekommt der Kleine nicht mehr lange. Irgendwann muss er selbst dran. Lecker. Und wie fühlt sich das an? Das fühlt sich richtig toll an. Das machen wir auch nur, weil der jetzt erst gerade da ist, bis er sich dran gewöhnt hat, dass es bei uns sowas zu fressen gibt. Und ganz bald soll er auch eigentlich alleine fressen. Ne? Also das ist schon wichtig, dass sie das so schnell wie möglich alleine machen. Dass sie sich nicht auf den Menschen prägen. Tierpflegerin Alicia und Wildtierärztin Mieke untersuchen jetzt einen ganz besonderen Patienten. Willst du hier mal schauen? Das ist mal so ein bisschen was anderes. Das sieht man nicht so häufig von nahem. Wow, der ist ja schön. Weißt du, was das für einer ist? Das ist ein Uhu, aber das ist noch ein ganz junger Vogel. Und da müssen wir jetzt mal gucken, der ist gefunden worden, weil er ziemlich entkräftet war. Wir gucken jetzt, ob alles in Ordnung ist mit ihm. Und jetzt schauen wir natürlich, hat er irgendwo Verletzungen, hat er was gebrochen? Kann er die Flügel normal bewegen? Kann er die Beine normal bewegen? Ich übernehme mal einmal. Ne? Hat er irgendwo Wunden unter den Füßen? Das kann auch mal sein. Was machen Uhus immer, wenn sie nervös sind oder ein bisschen sauer? Ne? Mit dem Schnabelklappern droht der Uhu. Was ist denn auf den Augen, wenn er blinzelt? Das ist die sogenannte Nickhaut. Vögel haben ein drittes Augenlid. Das können die auch zumachen und können damit blinzeln und das Auge feucht halten, ohne dass das Auge ganz zugemacht werden muss. Das ist so ein bisschen durchsichtig. Die wischen da drüber, wie mit dem Scheibenwischer, damit das Auge schön feucht bleibt. Wow, ne? Kann man das sehen. Ist ja voll schlau. Ja, das ist praktisch. Da kann man auch im Fliegen blinzeln. Das ist ganz wichtig immer, dass die Augen in Ordnung sind, auch die Nase. Also eigentlich scheint er nichts Ernsthaftes zu haben, außer dass er einfach etwas geschwächt und abgemagert ist. Das heißt, eigentlich müssen wir den nur aufpäppeln. Action im Freifluggehege der Bussarde. Einer der Greifvögel darf heute in die Freiheit. Er weiß das nur noch nicht und hat gar keinen Bock, eingefangen zu werden. Er versucht zu entkommen. Miriam gibt alles. Sie tastet sich langsam ran, ist ganz vorsichtig und geschafft. Der Vogel ist im Netz und darf bald in die Freiheit. So
Oh, dem geht's wieder gut. Upsa. Stellt er sich tot? Na, der droht jetzt nur, ne? Das ist so ein Drohgebärde, die er macht. Bevor er abhaut, muss der Bussard schnell in die Box. Okay, kann einer von euch den Reißverschluss schnell zumachen? Ja. Wenn ich ihn reingesetzt habe, ne? Mhm. Mach schon mal ein bisschen zu. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wenn der Bussard jetzt wegfliegt, kriegen wir ihn sicher nicht mehr wieder. Super. Wo kommt er denn jetzt hin? Der kommt jetzt wieder dahin, wo wir ihn gefunden haben. Dem geht's wieder besser. Der ist an der Straße gefunden worden, aber Gott sei Dank ist ihm nicht viel passiert. Also es war wahrscheinlich, wenn dann, ein ganz, ganz leichter Zusammenstoß mit einem Auto. Und ja, hat sich hier gut erholt und kann jetzt da wieder freigelassen werden. Echt spannend. Tyler und ich dürfen bei der Ausbilderung dabei sein. Oh, ich freue mich so. Ich auch. Das wird richtig cool. Miriam bespricht mit uns den Plan. Also ich mache die Box auf. Seid ihr bereit? Ja. Yeah. Okay. Das ist die Belohnung für die krasse Arbeit, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vogelstation hier leisten. Plötzlich geht es ganz schnell. Miriam öffnet den Reißverschluss und wir sind so gespannt. Wie mega das aussieht. Sein Flügel riesig weit aufgemacht. Der ist echt riesig gewesen. Ja. Es ist ein mega krasses Gefühl, zu wissen, dass dieser Wildvogel jetzt endlich wieder frei ist und fliegen kann. Man muss sich vorstellen, vor einer Woche wurde er hier angefahren und wären Miriam und ihre Kollegen nicht da gewesen, würde er vielleicht nicht mehr leben. Aber dank denen wurde er wieder aufgepäppelt und darf jetzt wieder frei sein und fliegen. Und wir waren dabei. Wir bauen jetzt einen Nistkasten für Vögel, damit sie ihre Küken aufziehen können, den ihr ganz leicht auch zu Hause selber machen könnt. Und dazu benötigt ihr ein Brett, Dachpappe, Schrauben und Nägel, ein bisschen Werkzeug und unser geliebter Akkuschrauber. Und wir haben hier so eine ganz einfache Anleitung aus dem Internet, mit der ihr das auch ganz leicht selber machen könnt. Dann fangen wir mal an. Ja. Wir zeichnen mit einem Lineal und einem dicken Filzstift verschiedene Linien ein. Genauso wie in der Anleitung. So schwierig, wie das jetzt vielleicht aussieht, ist es echt nicht. Das schafft ihr locker. So sieht es ungefähr aus, wenn es fertig ist. Und jetzt müssen wir es einfach nur aussägen. Dabei ist es mega wichtig, dass ihr euch nicht in die Finger schneidet. Sägen sind sehr gefährlich. Und wenn ihr euch das ersparen wollt, gibt es zwei coole Tricks. Erstens, fragt eure Eltern. Zweitens, ihr könnt einfach in den Baumarkt gehen und euch das aussägen lassen. Dann sieht es ungefähr so aus. Wir müssen unsere ausgesägten Wände und das Dach jetzt nur noch zusammenschrauben. Geht relativ easy. So, wir machen jetzt hier ein großes Loch rein in die Vorderseite, damit die Vögel da auch reinfliegen können. Und das muss ungefähr 3 cm Durchmesser haben. Wir brauchen dazu einen speziellen Bohraufsatz, den eure Eltern vielleicht im Werkzeugkasten haben. So, das wird jetzt aber nicht hier festgeschraubt, sondern so angebracht, dass man das wieder aufmachen kann, um es sauber zu machen. Dafür brauchen wir ein Loch und einen Haken. So, jetzt kann man es mit dem Ding hier verschließen. Und wenn man es rauszieht, kann man es aufmachen, um es sauber zu machen. Dann fehlt jetzt nur noch das Dach und dann kann der Vogel schon fast einziehen. Mittlerweile bin ich ein echter Pro im Bohren. Fehlt nur noch die Dachpappe. Tada! Ein komplett fertiger Nistkasten. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn dann noch anmalen. Aber wir hängen ihn jetzt einfach mal auf. Und so sieht das gute Stück aus. Der beste Platz für einen Nistkasten ist ungefähr in 2 Meter Höhe. Und wir haben hier noch eine Leiste dran gemacht, damit wir es besser an den Baum befestigen können. Sag mal, Verena, hast du den Akkuschrauber mitgenommen? Wo denn? Nein. Habt ihr den mitgenommen? Oh. Danke. Dankeschön. Noch ein letztes Mal schrauben und dann sind wir schon fertig. So. Sieht stabil aus. Mhm, sieht auch gut aus. Dann würde ich mal sagen, das Tierschutzteam hat's gerockt.